In Sachsen wie in Thüringen hat der erhitzte, polarisierte Wahlkampf zu einer Rekordwahlbeteiligung von wohl über 73% geführt. Auch das hat durchaus politische Kräfte verschoben. Und das sächsische Wahlrecht wird wohl eine Rolle spielen. Danach kommen Parteien unter 5%, auch dann mit all ihren Stimmen ins Parlament, wenn sie in zwei Wahlkreisen direkt Mandate holen. Dazu gleich mehr. Die aktuelle Hochrechnung sieht die CDU knapp vor der AfD, 31,8, AfD 30,7. Die Linke 4,1%, aber mit sehr guten Chancen auf zwei Direktmandate in Leipzig. Die Grünen 5,2%, knapp über der Hürde. Auch sie werden wohl zwei Direktmandate holen, auch wenn das hier nicht relevant wird. Die SPD mit 7,6 beim alten Ergebnis und BSW zieht auch hier mit 12% zweistellig in den Landtag ein. Andere Parteien 8,6, darunter die FDP zwischen 1 und 2%. Im Landtag in Sachsen bleibt die CDU-stärkste Fraktion 42, AfD 40, Grüne 7, SPD 10, BSW 16 und unter der Voraussetzung, dass unsere Einschätzung für die Leipziger Wahlkreise stimmt, Linke 5 Mandate. Damit kann die bisherige Kenia-Koalition zum jetzigen Zeitpunkt mit zusammen 59 Mandaten nicht weiter regieren. Wohlgemerkt, das ist ein Zwischenstand einer Hochrechnung, das kann sich durchaus noch ändern. Dann könnte sich aber, wie auch in Thüringen, die Frage nach einem Bündnis mit dem BSW stellen. Zusammen mit der SPD hätte die CDU hier eine Mehrheit. Das BSW hat auch durch sein Antreten zur erhöhten Wahlbeteiligung beigetragen. Die Wählerwanderung zeigt deutlich, dass sie sich vor allem als eine Art Nachfolge der Linken etabliert. Daher kommt der größte Wählerstrom, fast 80.000 Stimmen, von der CDU gut 40.000 Stimmen, ebenso aus dem Nichtwählerlager mobilisiert, aber auch von AfD und SPD. Die Unterschiede für die Wahl, die Motive für die Wahl des BSW sind vielfältig. Aber zunächst ist es eben auch ein zweistelliges Ergebnis in Sachsen.